Der Film Nie mehr ohne dich handelt von dem jungen Manager Niklas, der nach New York reist, weil er in einer Firma Entlassungen vornehmen muss. Er ahnt nicht, dass dieser Kurztrip sein Leben verändern wird, denn er trifft auf die schöne Sängerin Letitia. Wie gesagt, sind wir weltweit zu einer 40-prozentigen Personalkürzung gezwungen. Die Abfindung, von der ich gesprochen habe, beinhaltet... Doch ohne dass Niklas es weiß, gehört sie zu jenen Angestellten, die wegen ihm ihren Job verlieren. Der deutsche Drehbuchautor Christoph Silber hat in dieser Geschichte einen Teil seiner eigenen Biografie eingewoben. Auch er verliebte sich bei einem Kurzbesuch in New York in seine spätere Ehefrau, die ihre Wurzeln in der Karibik hat. Mein Meeting habe ich hinter mich gebracht. Der Rest des Tages ist frei. Das heißt, ich würde jetzt gern den Tag mit Ihnen verbringen. Silber hat bereits mehrere Drehbücher geschrieben, etwa für den Tatort, sowie für Spielfilme wie Goodbye Lenin, Honey und Nanny und Nordwand. Der deutsche Schauspieler Ken Duken und die Amerikanerin Nicole Beharie spielen sehr überzeugend in dieser einnehmenden Romanze, in der es auch um den Glauben geht. Ich dachte, alle guten Dinge sind drei. Gilt das nicht für Matthias? Ja, das kann schon sein, nur ich denke, das gilt nicht für gute christliche Kinder. Außerdem bin ich ein Leichtgewicht. Immer wieder taucht die Frage auf, ob alles, was passiert, dem Zufall zu verdanken ist oder ob eine höhere Kraft am Werk ist. Auch Letitia, deren Vater Pastor ist, folgt ihren speziellen Glaubensprinzipien. Nein, ich kann das nicht tun, tut mir leid. Was ist denn? So bin ich einfach nicht. Oh Gott, weißt du, ich habe eben einen bestimmten Glauben, der möglicherweise, ja, altmodisch ist oder sowas. Ich habe eben eine bestimmte Vorstellung von Beziehungen, weißt du. Weil Letitia herausfindet, dass Niklas für ihre Entlassung verantwortlich ist und er es ihr verschwiegen hat, scheint die junge Romanze schnell wieder beendet zu sein. Falls Sie vorhaben sollten, eine typisch katholische Beichte abzulegen, sind Sie hier am falschen Ort. In diesem Gotteshaus werden keine Ablässe erteilt oder Rosenkränze gebetet. Vergebung kann man nicht kaufen. Niemand kann das. Tja, na dann, wir sind da. Und ich muss dann zu meinem Gig. Okay. Ja. Leb wohl. Doch am Ende erfahren beide, dass man manchmal etwas aufgeben muss, um etwas gewinnen zu können.